Bist du der, der kommen soll? Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, das ist eine wirklich prophetische Frage, die der Johannes uns heute vorlegt im Evangelium. Eine prophetische Frage deshalb, weil es nicht darum geht, einen persönlichen Glaubenszweifel an Jesus durch Johannes den Täufer hier vorzustellen. Hat er am Ende doch noch gewackelt, bevor Herodes ihn hinrichten lässt? Welch Unsicherheit dann im Gefängnis. Es ist ein prophetisches Wort, liebe Schwestern und Brüder, das Tieferes aufdeckt. Denn bis heute treibt diese Frage doch viele Menschen um, vielleicht auch viele von uns, vielleicht alle. Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Wenn wir ein wenig hinter die Oberfläche dieser Frage schauen, dann werden wir vielleicht in einer ersten Reaktion sagen, naja, wir glauben doch an Jesus. Und jetzt gehen wir auf Weihnachten zu und wir feiern seine Geburt. Natürlich ist alles schön und recht. Aber damit sind die Fragen ja noch nicht beantwortet. Die Fragen, die uns ständig um die Ohren geworfen werden oder über die wir selber stolpern. Was ist denn wirklich seit jenem ersten Weihnachtsfest, da er in die Welt gekommen ist, anders geworden? Ist diese Welt besser geworden? Gibt es nicht heute noch Menschen, die hungern, die durch Kriege umkommen, grausam jeden Tag? Man hat den Eindruck, da wir besser darüber informiert werden, es wird immer grausamer. Sind wir nicht auch in unserer Gesellschaft inzwischen in den Umgangsformen rüde geworden? Was ist besser geworden? Und der Umgangston innerhalb der Kirche ist ja auch nicht gerade nobel, sagen wir es einmal so. Also, bist du es, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Hast du zu viel versprochen, wenn die Engel an Weihnachten neu singen werden? Friede den Menschen auf Erden. Eine wirklich, liebe Schwestern und Brüder, wie ich finde, prophetische Frage. Und es sind ja nicht wenige, die diese Frage beantwortet haben. Wir können das, manche von uns können sich daran erinnern, dass die Frage klar beantwortet wurde. In bestimmten Ideologien, politischen Systemen, von bestimmten Personen. Nein, er ist es nicht. Denn wir können es besser. Wir verändern die Welt. Wir bringen die große Revolution. Wir bringen durch die Reinheit etwa eines bestimmten Volkes, ausgerechnet unseres, wir bringen sozusagen die Welt wieder in Ordnung. Oder von der anderen Seite, vom anderen Extrem, wir beseitigen den Hunger. Wir machen alles gleich. Wir sorgen dafür, dass die Menschen in Arbeit kommen, dass sie Brot haben. Diese klaren Antworten in der Verneinung der Frage, nein, er ist es nicht, haben in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts geführt. Berge von Toten, Unterdrückung, Unfreiheit. Ich habe nicht den Eindruck, dass das bis heute viel besser geworden ist, auch wenn sich die Etiketten ein wenig vermischen. Auch wenn die Grauzonen und die Nebelzonen noch dichter geworden sind. Es ist nicht mehr so klar, aber das macht es eben nicht einfacher. Bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Lasst uns, liebe Schwestern und Brüder, auf den schauen, der da gekommen ist. Er ist nicht gekommen, um die große Revolution anzuzetteln. Er ist nicht gekommen, um in einem Gewaltakt die Gesellschaften und Völker der Erde umzukrempeln. Wozu ist er gekommen? Wie ist er gekommen? Wir bereiten uns gerade darauf vor, dieses Wie zu feiern. Und ich hoffe, es erreicht uns auch in der Art, wie wir dieses Wie feiern.
Er ist gekommen unscheinbar. In dem letzten Winkel der damals bekannten Welt. In einer Höhle. Irgendwo vor Bethlehem. Als kleines Kind. So beginnt Gott, liebe Schwestern und Brüder, der Gott, an den wir glauben, die Umgestaltung seiner Welt, die ihm gehört. Papst Benedikt hat in einer Predigt zu diesem Sonntag vor einigen Jahren einmal gesagt, in einer römischen Pfarrei: Nein, es ist keine große Ideologie, es ist keine Revolution, die da gestartet wird. Es beginnt eine lange Straße der entzündeten Lichter. Das ist ein schönes Bild. Nicht nur, weil dieses Bild gut zum Advent passt. All die Lichter, die uns morgens und abends, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind oder wo immer wir uns bewegen, begegnen. Es ist die Straße der Lichter, aber es sind weniger die Lichter in den Fenstern oder auf den Plätzen gemeint, sondern die Menschen, die beginnend mit Maria und Josef und den Hirten und all die dorthin gefunden haben, sich haben entzünden lassen. Es waren keine Revolutionäre. Manchmal kennen wir noch nicht einmal ihren Namen. Es waren Menschen, die das Licht dieses menschgewordenen Sohnes Gottes in sich aufgenommen haben, wie ein Feuer, das auf die Erde fällt. Dieser Funke ist übergesprungen. Und seither gibt es die Straße der Lichter. Sie will nicht die Welt in einen einzigen Brand verwandeln. Und am Ende ist eben verbrannte Erde. Nein, eine Straße der Lichter, die eine Richtung hat. Eine Straße der Lichter. Lichter, die Gott selber entzündet hat, die zu ihm wieder führen. Eine Straße, die zu Christus führt. Eine Straße, die zu Gott führt. Bist du es, der da kommen soll? Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen auf niemand anderen warten. Er ist es, der da kommen soll und gekommen ist, um auch dich und mich zu entzünden, dass dieser Funke auf mich und auf dich überspringt und dass wir uns einreihen in diese große Straße der Lichter. Diejenigen, die so sehr sie es eben vermögen, das Evangelium übersetzen in eine Lebenspraxis. Ich bin sehr skeptisch, wenn wir in der Kirche aufgrund der vielen Wortmeldungen, egal von welcher Seite sie kommen, in einen Aktionismus geradezu programmiert werden. Dies und jenes noch und alles muss solidarisch sein und so. Das ist alles schön und gut. Aber es hat ein bisschen den Habitus dieser Weltveränderung und Revolution. Es hat diesen revolutionären Gestus. Und der ist immer ein bisschen abgeschmackt, wenn man mit christlichen Ohren, den Ohren Johannes des Täufers fragt und hört. Nach dem Motto, naja, es liegt doch in unserer Hand. Können wir doch machen. Das ist wichtig, aber lange nicht alles. Das Wichtige ist, dass wir das Licht des Evangeliums in uns aufnehmen. Das Licht Christi. Diese bescheidene Art, wie Gott sich in ihm, in diese Welt hineinkniet. Und dass wir es auf unsere Weise tun. Und dass wir Teil sind der Straße der Lichter, die leuchten seit 2000 Jahren in dieser Welt. Manchmal so umstürmt, dass es fast nur noch ein Funke ist. Man weiß gar nicht, gibt es diese Flamme noch? Doch, es gibt sie. Denn er ist das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist, um uns zu entzünden, um uns selber zu Lichtern zu machen, dass wir leuchten. Wir gehen, wenn wir uns versuchen, in diese Straße der Lichter einzuordnen, liebe Schwestern und Brüder, nie alleine. Wir brauchen nie auf dieser Straße zu verzweifeln. Das ist die Botschaft dieses Sonntags. Gaudete. Freut euch, denn der Herr ist nah. Und wir lernen erneut darin, dass der Advent, liebe Schwestern und Brüder, den wir feiern, nicht mit dem Weihnachtsfest zu Ende ist, sondern dass er ein Leben lang anhält. Es gibt keinen Augenblick unseres Lebens, in dem wir nicht gewollt sind,
in dem es nicht möglich ist, dass das Licht Christi in unser Leben hineinleuchtet und dass wir uns entzünden lassen. Gleich wie wir disponiert sind, ob wir lange weg waren, ob wir lange davon nichts wissen wollten oder ob wir versuchen, uns immer einzuordnen, mühsam. Ja, es ist mühsam, aber doch dabei bleiben. Und dann uns freuen, weil der Herr uns nahe ist. Bist du es, der da kommen soll? Ja, du allein bist es, der immer neu kommt in mein Leben und mich einordnet in jene lichtvolle Straße, die zu dir hinführt, weil es dein Licht ist, das wir in diese Welt tragen wollen.